Guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen. Vielleicht ist auch schon Mittag oder Abend, völlig egal. Hier spricht Martha Maria Möbius, auch bekannt als Person of Trust, Emanzipantia, Coach Möbius oder halt einfach Maria. Ich bin Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin aus Hamburg und habe die Ehre, euch in diesen phänomenalen Podcast einzuleiten. Ihr seid nur wenige Sekunden davon entfernt, die zauberhaften Stimmen von der mysteriösen Laberbacke Daniel Hödmann und dem tanzbegabten Lümmel Hauke Horreis zu hören. Hier ist für euch Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Astra Colada. Astra Colada. Einen fantastischen, wundervollen Donnerstag. Meine Damen und Herren, ihr hört gerade Astra Colada, Hamburgs berühmter Schwurbler-Podcast Nummer 1. Kultur-Podcast Nummer 1. Entschuldigung, ich habe es ganz vergessen. Es ist der Kultur-Podcast Nummer 1. Oh Mann! Ja. Ah, weil ich wollte nämlich gerade 99 Luftballons singen. Nee, das kannst du schon sehen. Das kommt von Jana aus Kassel, ist das, glaube ich. Nein, ne? Das ist von Nina aus Kassel. Nee, Jana aus Kassel hat jetzt 88 Luftballons, glaube ich, gemacht. Jetzt ist es soweit. Ja, jetzt hat die Nina. Wir sind gut gelaunt, denn wir sind heute nämlich eigentlich gar nicht in der Astra-Stube. Hauke und ich haben uns was gegönnt. Und ich überrasche Hauke, da ist mir ein bisschen, wird mich dahinter bestimmt verhassen, aber. Ach, Daniel, kannst du mir kurz den Sangria-Eimer rüberreichen? Denn wir sind auf Mallorca. Eigentlich. Wir sind im Megapark und haben uns schon mal einen Liter Sangria gekauft oder einen Wodka-Lemon. Ey, wie können wir in der Malle fahren? Eure Zurückhaltung in den letzten Monaten hat sich richtig gelohnt, ja, für uns. Total. Ey, wir können endlich nach Malle fahren. Hauke und ich sind total gespannt, was wir da nächste Woche erleben werden. Das wird super. Die Flüge waren auch günstig, 450 Euro hin und zurück. Das ist so teuer. Ja, ich hab's aber ausgelegt. Alles gut, Hauke. Alles gut. Ich lade ihn ein. Ja, das können wir halt von Spotify zurückverlangen. Das ist ja sozusagen, eine Dienstreise. Wir machen dann aus dem Megapark den nächsten Podcast mit. Aber halt auch nur, wenn Nena aus Kassel halt spielt. Ja, die laden wir mit ein. Die laden bestimmt wir mit sein. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auch Nena hat sich geoutet. Der nächste große Star. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was passiert jetzt? Weil ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wir sind ja zusammen mit Nena in einer Agentur. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass da nichts passieren wird, weil man die Frau hat vorher schon nicht alle Waffen am Zaun gehabt. Also das war ja vorher schon klar, dass die Frau so ein bisschen irre ist. Aber jetzt halt mit diesem Kassel-Post, so, dass, also damit hat sie sich. Aber halt, das ist doch jetzt nicht, Nena darf das, oder was? Was nee, jetzt das, auf gar keinen Fall. Natürlich darf Nena das nicht. Aber es war klar, dass es halt von Nena irgendwann kommen musste. So, es wundert mich, dass es erst jetzt gekommen ist. Davon ganz abgesehen. Aber wissen die denn da überhaupt, was die machen? Man muss ja auch dazu sagen, ne? Die postet irgendetwas und man sagt so, ja, Mensch, die Nena. Ich habe mir das ja auch schon fast gedacht, bla 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 bla. Aber dahinter steht ja ein riesengroßes Team an Menschen, die für Nena arbeitet. Ja, da stehen ja hunderte von Leuten über Agenturen, Leuten, die mit der auf Tour sind, die alle nur denken so, oh nein, jetzt hat die es wirklich gemacht. Oh, scheiße. Ich glaube, die macht ihren Instagram-Account alleine. Selber sitzt sie da abends immer und schreibt halt so Postings. Ja, natürlich macht sie ihren Instagram-Post alleine, weil sonst wäre da jemand, der sagen würde, hey, Hase. Jetzt, wir glauben, für deine Promotion, für die Tour 22, ist das nicht die richtige Entscheidung, das zu machen? Da muss doch jemand, ich meine, selbst wir haben jemanden in der Online-Beratung, der sagt na Mensch, Hauke, ob du dieses Nacktfoto hättest posten sollen, wissen wir jetzt nicht so richtig. Aber die Frage ist ja, wie viel Prozent von den Nena-Fans juckt es überhaupt, dass Nena das gemacht hat? Ich sage, das sind, ich glaube, 15-20% finden das scheiße und 80% ist es völlig egal. Ja, das glaube ich oder nicht. Oder feiern das ab. Nee, das glaube ich nicht. Dafür ist die einfach viel zu groß. Dafür ist die viel zu riesig. Hast du die Fans gesehen im Stadtpark? Warst du da? Du warst doch da. Oder warst du nicht mit Nena? Nee, ich war nicht da. Ich hab da nicht. Das war schon eine harte Mischpoke. Da hatte ich nämlich auch dieses Gespräch mit der AfD. Ja, aber da sind ja auch teilweise halt Leute, die halt sich mal noch ein Konzert gönnen, weil sie halt Nena irgendwie vor 20 Jahren gesehen haben und halt trotzdem halt einfach
lieb und nett ihren. Na, ich weiß, nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde Nena mit einer der. Sie ist einer der größten Künstler in Deutschland. Ja, aber auch große Künstler ziehen Scheiße an. Natürlich! mehr als kleine. Wie sagte Markus Wiebusch nach 300 Leuten, kommen die Wichser. Ja, vollkommen so. Richtig. Genauso ist es. Ja. Aber. Ich kann's da nicht verstehen. Ich meine, wie kann so ein großes Wirtschaftsunternehmen wie Nena, weil was das Xavier Naidoo da jetzt in die letzten Jahre gemacht hat, das hat er irgendwie alleine gemacht. Aber was? Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich bin auch die gespannt, lebt in ihrer eigenen Welt. Ob da noch was kommt. Also ob da noch vielleicht nochmal irgendwie sowas kommt, so, ich habe irgendwie zu tief in die Weinflasche geschaut oder so. Nur war doof. Wenn das Ding Wellen schlägt. Ich meine, wir hatten ja auch das Thema hier. Alle unsere Hörer und HörerInnen werden es natürlich mitbekommen haben, dass Docs und Große Freiheit in großer Kritik sind. Wir werden demnächst einen Podcast machen mit Menschen, die öffentlich dazu etwas gesagt haben. Ich meine, da müssen wir jetzt heute nicht drüber reden, das ist halt nicht heute nicht das Thema. Aber meine Fresse, ich komme da nicht drauf klar. Ich kann das nicht verstehen, was mit diesen Leuten halt los ist. Und es werden dann immer mehr. Wer ist der Nächste? Wir haben ja schon vor einem halben Jahr haben wir ja gesagt, so, Mensch, wer kann der Nächste sein? Aber damals haben wir schon gesagt, dass es Nena ist. Wir haben damals schon gesagt, dass Nena die Nächste sein wird. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Hast du in deine Glaskugel geschaut? Ja, wir haben damals schon gesagt, dass Nena die Nächste sein wird. Und jetzt gucken wir mal, wer ist denn jetzt der Nächste? Okay. Jens Spahn vielleicht. Jens Spahn. Der keinen Bock mehr hat, sich von Merkel ständig irgendwie in den Duplo reinreden zu lassen. Entschuldigen Sie, Frau Merkel, ich habe gerade ein Duplo im Mund. Komm. Ja. Ist halt, ne? Aber Ostern ist ja auch gerettet, ist ja auch alles gut. Ostern ist ja, ne? Frau Merkel hat ja heute gesagt, es tut mir total leid, ich habe einen Fehler gemacht am Montagnacht. Wir waren alle etwas betrunken wahrscheinlich und haben da ein bisschen Quatsch geredet. Ostern bleibt, wie es ist. Ihr dürft trotzdem nicht reisen, aber nach Malle könnt ihr fahren. Darum fahren wir auch nach Malle. Na, ich kann, also ich habe gerade eine Eilmeldung gesehen. Ja. Man beratschlagt sich, ob Reisen ins Ausland okay ist oder nicht. Ja, es ist halt Bullshit. Ich meine, ganz ehrlich, wie willst du denn irgendjemandem erklären, dass du nach Malle fahren darfst, aber du darfst nicht an die Nordsee in ein Ferienhaus, wo du komplett autark für dich bist? Also das kann mir keiner erklären, tut mir leid. Das entzieht sich meiner kompletten Wahrnehmung. Und ich meine, da muss die Lufthansa da doch jetzt auch sagen. Ne? Ich meine, für die 3.000, 4.000, 5.000 People, die da jetzt, wie viel dürfen da jetzt überhaupt hinreisen? Keine Ahnung, aber das für 450 Euro der Flug. Was ich halt aber super fand, war halt auch irgendwie das Ding, ja okay, wie machen wir das denn mit den Reiserückkehrern so? Wer testet die denn? Dürfen die dann ins Land rein? Und wer testet die jetzt? Die Airlines. Wo ich dann auch denke so, naja okay, genug Kohle haben sie, um das zu machen. Wahrscheinlich kriegen sie die scheiß Tests sowieso umsonst, davon mal ganz abgesehen. Aber auch was das für ein Aufwand für die scheiß Airlines ist, das ist mal ganz ehrlich. So, du musst jetzt jeden Hans und Franz, Gerda und Peter, die aus Malle wiederkommen und nach Hamburg einreisen wollen, werden halt vorher getestet, bevor sie halt diesen Flieger, also in diesen Flieger einsteigen, um halt abzuheben. Das ist auch ein Riesenaufwand. Um sich da mit der neuen brasilianischen Mutante anstecken lassen zu können. Ich meine, Malle hat eine Inzidenz von 25. Noch, ja. Ernsthaft. Ich sage, das dauert eine Woche, anderthalb Wochen, dann sind die locker bei 100. Das ist ja auch bei den Madrilen so, dass die sich halt anpissen, warum jetzt die ganzen deutschen Touristen nach Malle fahren dürfen, während die halt in Madrid halt irgendwie zu Hause im Lockdown sitzen. So, das ist halt einfach totaler Bullshit. Ja, aber die fliegen jetzt halt gerade alle nach Malle. Die Dänen, die Schweden, die Holländer, die Deutschen, die Engländer, die fliegen gerade alle nach Malle. So, Malle ist halt voll, in Anführungsstrichen. Und zu Ostern wird es halt noch schlimmer werden. Und dann kuscheln sie da alle. So, ich meine, klar, da ist ja auch über, ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, du musst überall deine Maske tragen, außer am Strand, ne? Da kannst du die abnehmen. Es ist Alkoholverbot, du darfst auf jeden Fall draußen nichts trinken, außer du bist in einem Restaurant oder in einer Bar, dann kannst du dich hinsetzen und was trinken. Die Restaurants und die Kneipen machen um 17 Uhr zu. Um 17 Uhr kannst du auf ganz Malle nichts mehr essen und nichts mehr trinken, also nicht mal to go, weil du draußen halt keinen Alkohol konsumieren darfst. So. Und ab 22 Uhr ist Ausgangssperre. Was ist denn das für ein Urlaub? Also mal wirklich jetzt, was ist denn das für ein Urlaub? Dann gehe ich um 16 Uhr Abendessen. Ich meine, ich bin alt, ich kann das. Aber mal ehrlich jetzt. Aber die jungen Hüpfer doch nicht. Aber die jungen Hüpfer. Ja, da wird wohl der eine oder andere illegale Rave auf jeden Fall am Strand passieren. Schwach. Naja, aber es gibt ja auch positive Nachrichten. Und zwar wird uns ja, wie angesagt, Ostern um die Ohren fliegen. Also ich fahre zum Beispiel nicht zu meinen Eltern. Ich habe meine Mutti gestern angerufen und gefragt, aber sie hat uns angerufen. Und sie meinte halt so, ey, wollt ihr wirklich Ostern kommen? So, das Emsland hat gerade eine Inzidenz von 130, glaube ich. Und Papenburg irgendwie, was auch, ne, na, da ist, wo ich herkomme, irgendwie 200.
Und es ist halt auch dann irgendwie, ein Gefahrengebiet ist es ja nicht, aber wie nennt man das denn? Nicht Gefahrengebiet, sondern, was ist es dann? Hotspot, wie auch immer. Hotspot ist es dann. Takeover Corona. Place to be. Auf jeden Fall ist es halt sehr hart irgendwie so. Ne? Und Imsbüren ist halt total klein und die haben halt irgendwie 38 Leute, die halt irgendwie gerade Corona haben. Das ist für so einen kleinen Ort tatsächlich total viel. So. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann bleiben man wir kennt halt sich auf der Intensivstation. Ja, ja, so, ne? Aber jetzt bleiben wir halt auch zu Hause und fahren halt nicht hin. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich da hinfahre. Doch, auf jeden Fall, weil ich meine Eltern Ewigkeit nicht gesehen habe. Ja, ich meine Mom halt auch nicht, aber es ist halt einfach gerade nicht möglich. Und das ist jetzt auch, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja auch einfach Halbzeit. Es ist auch einfach Halbzeit. Weil es ist heute Geburtstag. Wir sind nicht nur gerne in Malle, wir sind auch gerne bei euch im Ohr. Wir haben Geburtstag heute. Vor genau einem Jahr haben wir den ersten Astrakulada-Podcast auf den Markt geworfen. Ich in meiner Küche und du in der Hebebühne. Und ich in der Hebebühne über Zoom. Und wir haben uns überhaupt gar nicht vorstellen können, was es geworden ist. Wir hätten uns auch niemals vorstellen können, dass wir fast letztes Jahr live im Schrödingers gespielt hätten, vor Menschen. Also wir haben ja live gespielt, aber vor Menschen. Du weißt, dass wir das dieses Jahr noch nachholen müssen. Das machen wir dieses Jahr auch auf jeden Fall nochmal. Aber ich gehe da, weiß ich nicht. Ich meine, die sprechen halt, wir hatten halt eine Zahl der Infektionen pro Tag bei 16.000 im Dezember. Und jetzt gehen sie davon aus, wenn nichts anderes passieren wird, dass es wahrscheinlich sein kann, dass wir zwischen 30.000 und 32.000 liegen werden. Pro Tag. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist halt mega viel. Aber wie gesagt, wenn die nicht mit dem Impfen nachkommen und wenn die diese Tests nicht hinkriegen, was sie schon vor Monaten hätten machen sollen, also das Testen, genau, was sie jetzt vorhaben, das hätte man ja schon im Januar machen können. Da wurde ja schon drüber geredet. So. Und langsam bin ich halt auch der Meinung, am Punkt angelangt, wo ich echt sage, so Leute, ihr seid echt planlos. Ihr seid einfach planlos, was ihr da macht. Ihr kriegt es echt nicht geschissen. So, das funktioniert gerade nicht. Also ich glaube, jetzt werden auch die in Anführungsstrichen normal denkenden Menschen gerade ein bisschen sauer. So, und denken sich, das funktioniert so nicht mehr. Irgendwie läuft es nicht, ne? Nee. Ach Mensch, und dann kommt nochmal so ein Maskenskandal und dann muss man ja auch irgendwie wieder die Wähler zu sich holen und dann wiegt man ab und dann packt man da irgendwie was drauf. Was kannst du halt machen, damit die Leute nicht sauer werden? Und was kannst du halt machen, damit das eingedämmt wird? Aber anstatt, dass dann jemand einfach explizit sagt, so, ey Leute, wir machen jetzt 3 Wochen den Bums dicht, was hätten wir ja im Januar halt auch einfach machen können. Ja, natürlich. So, als es noch kalt gewesen ist, als sowieso keiner raus wollte, hätten wir doch einfach mal 3 Wochen lang den ganzen Bums wieder dicht machen können. Ja, aber nein. Ja, aber nee. So, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich kann dir sagen, wenn im Sommer, ich sag mal Mitte Juni, die hier in Hamburg die Außengastronomie nicht aufmachen darf und die Open Airs, die letztes Jahr stattgefunden haben, Schrödingers, Planten und Blumen, Stadtpark, wenn das nicht stattfinden darf, so, ich glaube, dann ist bei allen so die Zündschnur halt weg. Also wirklich, dann ist glaube ich, echt Schicht im Schacht. Ja, ist ja egal. Man kann sich dann ja wahrscheinlich dann irgendwie für Nina und Xavier Nadu im Docks in der großen Freiheit auch eine Karte kaufen für 45 Euro. Ja, auf das Statement warten wir noch, ne? Soll ja diese Woche kommen vom Docks und von der Freiheit. Ich glaube, die holen sich ProSieben, RTL, NTV, Amazon Prime dahin und machen so eine richtig fette, geile Pressekonferenz. Das wird auch geil, oder? Mit so einem geilen Rednerpult links und rechts so fahren, dass das so ein bisschen aussieht wie beim Reichsparteitag. Und dann steht da oben, Entschuldigung, und erzählt ein bisschen was. Ja, Mann, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ey, wir haben heute wunderbare Gäste. Genau. Die gleich kommen. Nach der Pause haben wir eine Band. Und die heißt Fluppe. Und Fluppe spielen am 24.04.? Nee, 12.04. Oh mein Gott. Fluppe spielen am 12.04. ein Streaming-Konzert in und um und am Knust. Im Knust sozusagen. Und wir dürfen halt wie Waldorf und Stettler kommentieren, jeden einzelnen Song. Wir dürfen jeden einzelnen Song auseinandernehmen. Ich weiß gar nicht, ob sie unsere Reichweite wollen oder ob sie uns als Menschen wollen. Die wollen uns als Menschen und die wollen die Reichweite haben. Das wird auf jeden Fall großartig, weil ihr könnt dieses Konzert tatsächlich auch umsonst sehen, was ihr natürlich nicht machen solltet. Ihr könnt gerne was spenden. Ich glaube, ab 5 Euro kann man, glaube ich, sowieso was spenden. Und an der Bar kann man sich Getränke holen, virtuell so, ne? Und damit unterstützt man halt den Künstler und das Knust. Und das wird eine super Sache. Also Hauke und ich werden auf jeden Fall betrunken sein. Und das wird Wahnsinn. Also Fluppe spielen halt immer so 2-3 Songs und dann geben wir unseren Senf dazu, dann gibt es ein kleines Interview mit Fluppe, dann spielen die wieder 2-3 Songs, dann geben wir wieder einen Senf dazu, dann sind wir auf jeden Fall betrunken beim zweiten Mal. Ja. Das wird super, das wird total für gut. Die halt nicht, aber für uns für ja. Für uns wird das mega witzig. Also, ich sag jetzt mal, wir machen jetzt noch ein kleines Päuschen, dann kommen die Boys. Ich wünsche mir einen Song auf der Playlist, und zwar die neue Single von Yandelay featuring Materia, die ich echt nice finde.
Okay. Eule. Habe ich noch nicht gehört, ist aber bestimmt ganz gut. Ja, ich habe das Gefühl, danke. Ich habe das Gefühl, dass Materia ist sowieso einer der größten Künstler. Ich habe das Gefühl, dass Jan Delay mal früher viel, viel größer gewesen ist, als er solo unterwegs ist. Der ist irgendwie so abgetaucht. Hat nicht Jan Delay halt auch mal irgendwie Alsterdorfer Sporthalle gemacht und große feste Trabrennbahnen und, und irgendwie. Macht er doch jetzt auch noch. Meinst du? Klar. Natürlich ist Jan Delay, entschuldige bitte mal. Macht er auf jeden Fall jetzt auch noch. Da macht ihr mal keine Sorgen. Ich wünsche mir von Brandy Carlile Heaven und von Kummer, ich weiß nicht, ob wir das schon drauf haben, 9010. Nee. Siehste, die beiden wünsche ich mir. Und ich sag nur, Brandy Carlile, großartige Künstlerin. Heaven ist ein Cover von Bryan Adams. Und ist unglaublich gut gemacht, so ein bisschen im Stil von dem Juno-Soundtrack. Also ein bisschen Elliot Smith-mäßig, so in die Richtung sehr viel Zeug drauf, Hall und so ein Scheiß. Ist super geil. Kommt aus einem Film, den ich bei Netflix gesehen habe, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Geht um Feminismus und 16-jährige kleine Mädels an einer Schule. War ein toller Film. Ich bin total fasziniert davon, dass du auf einmal unsere Playlist mit total vielen weiblichen Indie-Songs ausstattest. Weil es so viele weibliche, gute Indie-Songs gibt. Das ist wirklich so. Ja, aber das ist halt irgendwie etwas Neues von dir, was ich von dir noch gar nicht kenne. Du entwickelst dich da halt weiter. Ich höre die halt irgendwo in so einem Film und denke mir so, was ist ein geiler Song. So, und dann hört man sich die Künstlerin halt an und dann findet man nicht alles geil, was sie gemacht hat, aber so ein paar Songs bleiben halt hängen. Finde ich gut. Frauen sind super. Finde ich auch gut. So, die Pipi-Pause fängt jetzt an. Alle, die nicht Wasser lassen müssen, die stehen jetzt mal auf und springen eine Runde durch den Raum. Macht euch euren Lieblingssong an und zappelt so richtig ab. Ich vermisse es sehr, mit Menschen zu tanzen. Ob jetzt eng und eklig im Club, wo wir uns alle aneinander reiben, oder in der Class im Studio und Drills machen. Tatsächlich sind aber in dieser sozialen Gefängnisphase viele Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey Maria, können wir uns nicht zusammen bewegen? Hast du Lust, mit mir zu tanzen bzw. mich vor der körperlichen Verelendigung zu retten? Ja Mann, hab ich. Und so bin ich auch zu dem Namen Coach Möbius gekommen. Wer also Lust hat, mit mir zu trainieren, ob online oder in Einzelsessions, der darf sich gern melden. Ich mach dich zwar nicht sexy.com, aber sweaty und happy auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, willkommen zu Astra Colada, euren Lieblingspodcast aus Hamburg, Lieblingskulturpodcast aus Hamburg. Wir haben gerade folgende Situation. Ab und zu kommt es vor, dass wenn wir einen Podcast machen und wir mit Technik arbeiten, die Technik von sich aus selber sagt, alles, was wir gerade gemacht haben. Ist dein Ernst? Ist nicht mehr da. Wir haben nämlich gerade wundervolle Gäste hier und ich war schon gerade eben drüben und wollte den Podcast in mein Logic hineinladen und schon anfangen zu bearbeiten und jetzt ist es passiert. Manchmal ist es so, einmal im Jahr passiert es. Daniel, du weißt es, kannst dich noch dran erinnern, damals, da sagt das Aufnahmegerät so, nö, habe ich nicht mit aufgenommen. Man tut so, als wenn die Aufnahme da wäre, also die Datei wird angezeigt, aber sie ist nicht da. Und das ärgert mich natürlich am meisten. Und ihr Hörer müsstet ja auf jeden Fall in drei enttäuschte Gesichter gucken, weil wir haben den Mega-Podcast aufgenommen. Und Daniel kriegt gar nicht mehr seinen Mund zu. Ich finde es nicht schlimm, Leute. Also ich finde es total scheiße. Ja, natürlich. Aber wir waren halt einfach sehr innig und sehr total toll dabei. Aber nur, dass ihr es da draußen wisst, wir sind hier zu viert in der Astra-Stube, haben bis jetzt unglaublich schön und toll miteinander geredet, das eine oder andere Bierchen getrunken, einen Talemor, sind so auf so einer Spitze, wo man sagt so, jetzt noch 20 Minuten und dann hätten wir den Podcast durch. Aber nein, wir fangen jetzt nämlich gerade erst an, denn die Datei ist nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist überhaupt gar kein Problem. Meine Damen und Herren, wir begrüßen heute in der Astra-Stube unsere Lieblingshomies von der Band Fluppe. Und zwar Joe Astray und Antoine Lavalle. Wie wird es richtig ausgesprochen? Laval. Laval. Ja. Ne? Ich weiß immer niemals richtig, wie man es aussprechen soll. Nicht so schlimm. Ha, was soll man dazu sagen? Ich habe eine Lösung. Ja. Ich hatte das schon mal. Ich habe so einen Livestream eingespielt, komplett gespieltes Ding. Und dann sagte auch der Techniker, ja, scheiße, ich könnte mich jetzt tierisch aufregen. Den Livestream hat es nicht aufgenommen. Was für eine Scheiße, es kotzt mich total an.
Und der Betreuer der Veranstaltung sagte, nee, wenn sich hier einer aufregen sollte, dann ist es der Künstler. Und dann habe ich mir dermaßen einen reingeschüttet und das ganze Ding nochmal aufgezeichnet. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, wir trinken noch einen Schnaps und fangen nochmal an. Ey, das finde ich voll gut. Ich mach jetzt einen Schnaps fertig. Nimmt das Ding dann jetzt auch auf? Das hat auch schon vorher aufgenommen, aber es ist nicht abgespeichert. Okay, aber warum? Dann trinken wir jetzt noch einen Schnaps. Ich mache jetzt einfach mal einen Schnaps. Es hilft ja nichts. Es ist irgendwie. Es ist halt früher Technik. Abend. Oder es ist, wir haben uns alle lieb. Daniel, ist doch gar kein Ding. Das Ding kommt morgen raus. Ich muss es. Ich muss doch sowieso schneiden. Ja. Ich bin der am längsten heute auf der. Ist gut, ja. Ist doch cool. Ja. Auf dem Laptop rumrutscht. Du stellst dann eine Pizza dann irgendwie bei Lieferando und schläfst ein. Ja, also wir waren auf jeden Fall ziemlich deep dabei. Nur um so ein Recapture zu machen, was wir halt in der letzten halben Stunde gemacht haben, außer Bier zu trinken und eine gute Zeit zu haben, war, wir haben über euer Album gesprochen. Wir haben halt, wie gesagt, Fluppe, die angesagteste Band gerade in Hamburg. Laut Sascha Krüger, den wir damals schon mal im Oktober im Podcast gehabt haben, 2020, der gemeint hat so, ja, Fluppe, das ist doch das nächste Ding hier aus Hamburg. Warum seid ihr das nächste Ding aus Hamburg? Weil wir eigentlich ziemlich frisch sind und weil wir nicht viel darauf geben, was andere machen. Wir ziehen unseren Stiefel durch, wir proben in Billstedt, im Kaff da draußen, was super divers ist, was spannend ist, was dreckig ist. Und weil wir einfach das machen, worauf wir Bock haben. Klingt so ein bisschen, als wenn so ein 15-Jähriger gerade seine neue Punkband beschreibt. Das Ding ist halt einfach, du hast mich abgefüllt. Ich bin überhaupt gar nicht mehr. Ja, warte, Antoine wollte ich auch noch was sagen. Ich fasse zusammen. Wir sind Fluppe. Wir lassen uns in keine Schublade pressen. Oh, warte. Schau, Leute. Und wir haben halt auch. Wir haben halt. Ich bin das hier Vormann, das Ding hier. Wir haben nämlich auch vorher gesagt, ne, gibt's schon Witze mit dem Namen der Band. Und ich würde einfach sagen, der Podcast heißt nicht die Fluppe danach, sondern alles Fluppe. So, der einzig Nüchterne ist wieder am Mikrofon. Schönen guten Abend. Kannst du nachher bitte auch den Podcast schneiden? Nee, dann ist das auch nicht mehr da. Damit er schön pünktlich um 0 Uhr rauskommt für unsere 1500 Monatlichthörer. This show is brought to you by Schwipschwapp. Aber neues Album. Jetzt mal wieder hier ernste Themen. Ich habe gehört, das heißt Blüte. Genau. Blüte war richtig, ne? Blüte ist absolut korrekt. Wir haben es Blüte genannt, weil es unser Debütalbum ist, weil es bunt ist und vertrocknet wie ein Strauß Blumen. Komm, können wir jetzt mal alle versuchen, diesen Podcast ernst zu nehmen? Astra, Colada Astra, Astra. Willkommen bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Heute hier Daniel Hüttmann. Auf der einen Seite, Hauke Horreis auf der anderen Seite. Hallo. Wir haben zwei unglaublich sexy Gäste. Absolut. Aus Hamburg, die Band der Stunde, die am 12.04. ihr Release-Konzert für ihre neue Platte Blüte an den Start bringen werden. Und zwar im Knust. Weißt du was? Wir beide dürfen Waldorf und Stettler spielen. Ja, das wird voll schön. Wir werden auch dabei sein und wir dürfen zwischen den Songs etwas zu den Songs sagen. Das wird voll schön. Und ich werde mich betrinken. Meine Damen und Herren, Joe Astray, Antoine Laval. Von Fluppe. Guten Abend, hallo. Hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Danke, dass ihr den weiten Weg in die Astra-Stube auf euch genommen habt. Für dich ist es nicht ganz so weit, du bist ja Hamburger. Joe Astray kommt aus Karlsruhe. Und wir durften auch schon mal in die neue Platte reinhören. Die ist mega geworden. Die ist echt total gut geworden. Ohne zu schleimen, richtig. Absolut. Wann kommt die raus? Wir planen das tatsächlich für Herbst diesen Jahres, deswegen ist Release-Konzert nur so halb richtig. Dieses Streaming-Konzert im Knust ist ja eher so ein bisschen so gedacht, dass wir mal uns irgendwie ein Konzept überlegt haben für dieses Konzert, damit wir nicht einfach nur eins von x Streaming-Konzerten spielen, sondern dass wir irgendwie ein bisschen was konzeptionell machen. Und deswegen haben wir gedacht, hey, wir haben jetzt über die letzten Monate irgendwie das Album fertiggestellt und warum das nicht einfach mal am Stück in einem Stream sozusagen präsentieren, dass es vielleicht auch einen kleinen Anreiz gibt, auch einzuschalten und die müden Streaming sozusagen, ja, Augen nochmal ein bisschen zu aktivieren und Streaming-Zuschauer innen und genau, deswegen am 12.04. das Konzert. Wir freuen uns sehr, dass ihr sozusagen dabei seid und so ein bisschen mit eurem kritischen Musiker oder journalistischen Auge so ein bisschen das Ganze kommentieren dürft und wollt.
Kritisch, das wird super. Journalistisch ist noch besser. Warum habt ihr das Album Blüte genannt? Ja, warum nicht? Wir haben erst den Titel Panorama In für dieses Album ausgewählt. Und dann aber, wir kamen so in Querelen, ein elendiges Dilemma, das Cover. Also wie sieht unser Debütalbum eigentlich aus? So. Und dann hatten wir letztendlich den finalen Coverentwurf. Das war nicht einfach, bandintern diesen zu bestimmen. Und darauf passte der Titel Panorama In tatsächlich einfach gar nicht. Panorama In hätte fantastisch gepasst, weil es quasi auf der EP Bild steht, die wir schon rausgebracht hatten, wunderbar drauf aufgebaut hätte. Denn Panorama In ist ein sehr schickes 7-Sterne-Hotel in diesem wunderschönen Stadtteil Billstedt. Wir haben uns jetzt aber für Blüte entschieden, weil es besser zum Artwork passt und weil es auch sehr gut zu einem Debüt einer Band passt, denn es ist jung, knackig und frisch. Wie ihr eigentlich, jung, knackig und frisch. Weil ihr seid ja noch, also jetzt mal, ich gehe jetzt mal von mir aus, ihr seid ja in der Band noch relativ jung, oder? Also ihr seid alle Anfang 30, richtig? Nee, du auch, Antoine, ne? Ja. Ja, ihr seid alle Anfang 30, oder? Ja, also... Oder springt da jemand raus? Ja, naja, alle haben eine 3 vorne und so zwischen Anfang und Mitte 30, glaube ich, das ist so die Range. Ja. Also ja. Ihr habt die 2 Jüngsten von Flupper heute hier zum Podcast. Das kann man ganz klar sagen. Ja. Wir haben die Knackigen bekommen. Ja, die anderen sitzen halt mit ihrem Betreuer irgendwo. Und warten halt auf die AstraZeneca. AstraZeneca, ja. Der war gut. Das ist auch von mir. Du guckst gerade so kritisch. Du guckst mega kritisch. Nee, Antoine guckt schon die ganze Zeit so. Naja, es ist ja auch ein Social Dilemma am Ende des Tages, wenn man das Ding schon einmal aufgenommen hat und das nicht mitgeschnitten hat. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir fangen doch mal an. Nein. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben heute Donnerstag. Ihr habt gerade nochmal neu eingeschaltet, damit wir unsere Gäste begrüßen dürfen. Wir haben gerade 2 unglaublich gute und Mit-30er, die ihr erstes Album miteinander veröffentlicht haben. Wir haben 2 davon. Es sind normalerweise 4. Wir haben heute zu Gast Joe Stray und Antoine Laval von der Band Fluppe. Hallo. Moin. Joe, hörst du eigentlich Techno? Nein. Warum nicht? Ich liebe Punkrock und Indie-Musik. Ich habe keine Zeit für Techno. Ich habe das einmal gemacht. Ich war einmal in Berlin, habe ich mich gequält, alleine unterwegs im Suicide Club, heißt der, meine ich. Und da habe ich das beobachtet, wie die Leute zu diesen stumpfen Beats, ich verachte sie nicht, überhaupt gar nicht. Aber es hat mir nichts gegeben. So, alle so quasi uniformiert im gleichen Rhythmus zu den immer gleichen Beats sich bewegen. Ich habe mir irgendwie einen Wodka Mate bestellt, der hat 18 Euro gekostet damals, zu seiner Zeit. Not my world. Eine kurze Frage. War hier schon jemals einer von euch im Berghain? Ja. Ja. Nein. Daniel, dein erstes Berghain-Erlebnis, wie war es für dich? Ich war ultra betrunken, es war auf einer Tour und ich glaube, es war eine Tour mit Microboy und Michi Ludes hat uns damals, der Sänger von Microboy, hat uns damals da irgendwie reingebracht, weil er den Türsteher kannte, sonst wären wir doch garantiert nicht reingekommen, so wie wir ausgesehen haben. Das war auch irgendein Elektro-Ding auf jeden Fall und ich habe es überhaupt nicht verstanden, genau was du gerade sagtest. Es war überall Drogen auf jeden Fall, was ich jetzt persönlich ganz witzig fand, aber es war überhaupt nicht meins. Ich stand sehr verschreckt an der Theke. Und habe das alles nicht so ganz verstanden. Witzig, dass du gerade Theke sagst. Als ich das erste Mal im Berghain gewesen bin, war es, glaube ich, 2002. Und da war ich 20. Und wir sind halt reingekommen. Und ich kam halt vom Dorf. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, wie ein Typ einen anderen Typen seine komplette Hand und den Arm in den After geschoben hat. Und es war für mich so... Wow. Also wir waren, Antoine, schon mal im Berghain. Wir haben in der Berghain-Kantine gespielt. Ja, aber der Berghain-Kantine ist ja was, wirklich was anderes, ja, glaube ich, ja, ne, als das Berghain selber. Ich weiß, dass im Berghain selber auch mal Konzerte sind. Mhm. Ganz ausgewählt, glaube ich. Ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt oder welcher Berliner Veranstalter überhaupt reinkommt. Ja.
ob das Meld ist vielleicht, weiß ich gar nicht ganz genau, aber da, also da gibt es auch so, das kann man glaube ich auch gar nicht so einfach mieten. Nee. Ich glaube, die Leute wollen dann auch ganz genau gucken, wer da reinkommt und so. Klar, die Konzerte in der Kantine kennt man, das weiß ich und so, aber ich glaube, die Kantine kannst du nicht vergleichen mit dem normalen. Antoine, ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil ich nicht weiter auf diese Geschichte mit dem After eingehen will. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist schon verstörend, also Hauke, ich kann das irgendwie... Das war verstörend? Schon, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass es verstörend ist. Ja. Ja, okay. Meine Damen und Herren, willkommen zu Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Wir sind in der Astra-Stube, Hauke sitzt neben mir und wir haben wunderbare Gäste. Wir haben Joe Stray und Antoine Laval von der Band Fluppe. Diese bringen ein neues Album raus, das Blüte heißt. Wie kam es zu dem Album? Weil ich habe gehört, dass das Album gar nicht so einfach war zu machen, weil der gute Joe nämlich gar nicht mehr in Hamburg wohnt, sondern in Karlsruhe. Ja, wie schön, dass wir hier sein dürfen, in der Astra-Stube. Es war nicht einfach, aber es ist alles möglich, wenn man irgendwie Bock hat auf Dinge. So. Und wir haben Bock mit der Band Fluppe, irgendwie was zu reißen und ambitioniert zu arbeiten und nicht nur im Proberaum zocken und Bier zu trinken. Und deswegen haben wir intensiv an diesen neuen Songs für dieses Album Blüte eben gearbeitet. Da nimmt man so manche Bahnfahrt oder Autofahrt sehr gerne in Kauf. Da kann man dann auch mal irgendwie so einen Zoom-Recorder anschalten oder Sprachmemos mit dem Handy in Proberaum aufnehmen. Und dann quasi auch, wenn man es möchte, kann man auch so auf diese Distanz ein Album schreiben. Aber ihr habt Songs von der Entstehungsphase von der ersten EP Billstedt genommen und auf das neue Album gepackt. Genau, wir haben also sozusagen Billstedt, wir haben auch Songs geschrieben, was man so als Band halt ja macht. Und dann haben wir daraus die für uns damals besten 4 als EP ausgekoppelt. Und haben einfach kontinuierlich natürlich weitergeschrieben und haben einfach aus diesem ganzen Komplex von, sagen wir mal, Vor-EP, EPVÖ bis halt eben jetzt, diesem ganzen Zeitraum haben wir dann eben eingedampft auf, ich glaube, am Ende sind es 11 Titel geworden und haben dann eben Blüte entwickelt, daraus entwickelt. Also es sind fließende Übergänge von EP-Writing-Phase dazwischen und eben gezielt fürs Album. Das ist einfach ein Prozess, der sich entwickelt und am Ende hat man 11 Stück. Bleibt ihr eher DIY oder wollt ihr damit schon kommerziell Erfolg haben? Weil ja. Ich schätze, also ich sage jetzt mal, ihr seid mit der Bildschirm-EP, das ist DIY, was ihr gemacht habt. Das kann man in der Tat so denken, ne? Weil wir haben ja irgendwie Tapes rausgebracht. Mhm. Das ist ja irgendwie nicht das Mainstream-mixte Format. Natürlich digital, klar, auf allen Streaming-Diensten und so, klar, aber stimmt schon, das kann man durchaus sagen, dass das DIY angesetzt ist. Was jetzt mit dem Album kommt, mal gucken, wir wollen auf jeden Fall Vinyl machen, das ist auf jeden Fall klar. Ich denke, es wird auch eine kleine CD-Auflage geben, da kommt man nicht drum herum, aber da scheinen sich tatsächlich schon die Geister. Mhm. Macht das noch Sinn oder splittet man das tatsächlich auf nur digital und Vinyl für die Liebhaber? Eine Tape-Auflage fürs Album ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht im Gespräch. Was heißt, wollt ihr Erfolg haben? Das ist ja auch mal so eine Frage. Ich glaube, was schön wäre fürs erste Album, wäre tatsächlich irgendwie zu wissen, dass das Album irgendwie gut oder so gut es geht eben promoted wird und gearbeitet wird. Da sind wir jetzt in den Gesprächen. Wir werden beim Label bleiben, Chatoulala, bei dem wir es rausgebracht haben. Wir werden auch mit dem Hamburger kleinen Label La Pochette Surprise zusammen weiterarbeiten. Promopartner stellt sich raus. Also wir werden uns auf jeden Fall irgendwie, fühlen uns da irgendwie gut aufgehoben. Und dann ist die große Frage natürlich, wie kann man das noch live flankieren in diesen Zeiten? Mal gucken, wir hoffen natürlich so ein bisschen, dass ab Herbst wieder was geht oder auch für den Sommer natürlich die ersten Sachen auch vielleicht mit bestuhlt oder Open Air. Da sind wir natürlich tierisch heiß drauf, aber wird man sehen, hat man nicht in der Hand am Ende, aber was heißt mainstreamiger Erfolg? Nö, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wir legen es schon darauf an, dass wir das so gut wie wir können und so gut wie wir glauben, dass das auch gearbeitet wird. Und wenn das ein Radio oder Radios in die Playlist aufnehmen, dann nehmen wir das sehr gerne mit, das kann man schon so sagen. Wenn jetzt nicht Corona wäre und ihr könntet ganz normal jetzt mit dem Album touren, dann wäre es ja, also ihr würdet halt eher, ich nenne es einfach mal die Ochsentour bevorzugen, oder? Also wirklich Touren, 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 kleine Clubs, kleine Läden und auch wenn nur 20 Leute kommen. Ja, keine Ahnung. Also ja, wir würden sehr gerne spielen die ganze Zeit so. Deswegen machen wir Musik. Also wir hatten jetzt gerade
Wir haben halt leider Corona, deswegen kann ich mich gar nicht mehr in diese Situation reindenken. Wir hatten jetzt gerade von unserer Booking-Agentur Zündstoff aus Berlin quasi ein Angebot bekommen. So, die würden uns gerne im Frühjahr 2022 eine Ochsentour aufhalsen. Mhm. Und das ist eine E-Mail, die dann reinkommt. Dann wird es einmal mit der Band kommuniziert und dann kommt am gleichen Tag, und das liebe ich auch an dieser Band Fluppe, von allen aus der Band eine Antwort. Ja, klar, lass uns diese Ochsentour gerne am Stück, komme, was wolle, reißen. So. Und ich habe diese E-Mail kam nachts um eins. Ich habe die erst am nächsten Morgen irgendwie gelesen. Und es war zum ersten Mal seit langem, dass ich richtig gute Laune hatte, weil ich dachte, ja, wir schreiben hier gerade mega viel. Wir proben auch viel, trotz Corona. Mit Hygienekonzept und Pipapo so, aber warum machen wir das eigentlich? Ja, wir wollen Platten rausbringen, aber hey, also ganz ehrlich, wir wollen halt auch einfach live spielen und so eine Aussicht, irgendwie 22 Konzerte in 2022, absurd, weil wir haben jetzt einfach noch Anfang 2021 zu spielen vor Publikum, das treibt uns an. Ich glaube auch, dass wir live spielen müssen. Wir haben als deutschsprachige Band haben wir nur im Prinzip drei Länder mit Deutschland, Österreich, Schweiz, die überhaupt für unseren Markt mehr oder weniger relevant sind. Und ich glaube, hier schadet es nicht, sich sozusagen tatsächlich durch die Kleinstädte und mittelgroßen, größeren Städte zu spielen, immer wieder. Und was Joe schon meinte, wir haben Lust darauf und wir würden es auf jeden Fall machen. Ob es jetzt jedes Jutz sein muss, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch kleine Clubs und genau. Also auf jeden Fall Ochsentour, tendenziell ja. Finde ich gut. Und glaubst du, Joe, dass du durch dein, ich nenne es einfach mal jetzt mal Solo-Projekt neben Fluppe, also Joe is Trey, dein Singer-Songwriter-Projekt, Band, wie auch immer, dass Leute, die Joe is Trey hören, Fluppe hören und zu Konzerten gehen würden? Ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe und das mag ich auch an der Geschichte. Ich glaube, wenige Leute, also wir achten auch darauf, dass da wenig Überschneidungen gibt, so. Wenige Leute, die Joe Stray hören, überhaupt wissen, dass ich bei Fluppe spiele, weil es eben was ganz anderes, weil es deutschsprachig ist. Aber ich glaube, dass das sich natürlich irgendwie in einem kleinen Rahmen gegenseitig befruchten kann. Das ist ja auch schön an der Sache. Das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, dass Joe Stray-Fans Fluppe gut finden könnten. Ich glaube schon, dass da der musikalische Horizont so weit ist, dass man sagen kann, oh krass, Joe hat eine Band, Fluppe, höre ich mir an, finde ich gut. Ja. Also das glaube ich schon, ja, auf jeden Fall. Wo kann man euch denn einordnen? Weil du hast ja schon vorher gerade gesagt, Antoine, wenn Radio es spielen würden, dann sind wir nicht abgeneigt. Aber auf der anderen Seite seid ihr mit eurem Album ja ziemlich urban und seid auch ziemlich ziemlich nah an der alten Hamburger Schule. Ja, da sprichst du tatsächlich schon so einen Triggerbegriff an. Also wenn medial irgendwas gesagt oder geschrieben wird, dann ist das tatsächlich immer diese Hamburger Schule, die da rezitiert oder zitiert wird. Das ist für uns total in Ordnung. Es ist ja fast eher, Christian und ich haben mal gesagt, unser Gitarrist und ich, wir waren mal bei einem Interview und da haben wir gesagt, ja, das finden wir eigentlich total die Ehre, dass wir halt mit so Bands wie zum Beispiel Blumenfeld oder auch Tokotronic oder so zum Beispiel, wenn man so an die erste Riege denkt, verglichen werden und dass wir da so dazugehörig, uns man dazugehörig irgendwie sieht. Aber kann man machen. Wir drängen auf jeden Fall in unseren Stücken immer so Richtung Pop. Deswegen, ich fand die Hamburger Schule immer sehr kritisch. Wir sind auch kritisch, aber wir legen es auch drauf an, mal ganz einfach Dinge auch auszusagen oder eben auch ganz einfache Themen anzusprechen. Deswegen, für mich ist das total fein. Hamburger Schule ist gut. Ist auf jeden Fall ein Triggerbegriff. Man kann auch andere Bands, wer Ketka mag, wer Tomte mag, wer Tokotronic mag, wer vielleicht auch Turbostart mag, wer in diesem Dunstkreis irgendwie bleibt, der wird auf jeden Fall seine Momente hier bei Fluppe finden. Das stimmt, das finde ich auch. Also wenn man das Album so durchhört, wir durften es ja schon hören, Hauke und ich, und finden es großartig. Und genau, glaube ich, der Dunstkreis, was du gerade gesagt hast, an Fans von Bands, wird da, glaube ich, seine Songs finden. Warum findest du Hamburger Schule kritisch? Hamburger Schule hat für mich immer so eine Verweigerungshaltung. Also wenn wir mal zurückdenken, irgendwie Tokotronic mit so Trainingsjacken und so und auch ein bisschen einheitlich und so, da steckt ja schon so eine Art
Verweigerung so in dieser Uniformierung oder in dem Hochglanz von irgendwie damals gern gesehenen Pressebildern und so. Also so eine kritische Haltung in allem. Ich meine, digital ist besser so. Das ist ja, also da sagt schon, dass der Albumtitel, ist es das wirklich und so? Also da wird sich schon mit Themen kritisch auseinandergesetzt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz erfrischend. Deswegen würde ich sagen, gehört die Hamburger Schule für mich schon zu einer kritischen Reige. Wenn ich Hamburger Schule höre, habe ich eher immer das Empfinden, dass es wie so ein Schimpfwort ist. Ja, es klingt so ein bisschen Hamburger Schule. Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Nee, finde ich überhaupt nicht. Also wo Hamburger Schule damals aufgekommen ist, habe ich halt noch in Lingen gewohnt. Und da hatten wir im Jugendzentrum damals alles, was irgendwo Hamburger Schule war. Ob es Tokotronic war, ob es Tomte war, Blumenfeld. Das hat alles bei uns gespielt und ich fand das unglaublich gut, was die gemacht haben. Es war super kritisch, genau was Antoine gerade sagte, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Also nur das einfach mal. Und da gibt es tausend Sachen, die man irgendwie von Tokotronic zitieren kann. So, man könnte seinen ganzen Körper mit Tokotronic-Zitaten irgendwie zupflastern. Und ich fand das nie irgendwie ein Schimpfwort. So, ihr macht Hamburger Schule, fand ich überhaupt nicht. Schlimm fand ich tatsächlich Korthose und Trainingsjacke. Das fand ich tatsächlich. Ja, aber das ist ja modische Sache. Genau, das ist halt so eine modische Sache. Das fand ich nie geil. Also Trainingsjacken schon, die fand ich auch damals cool irgendwie. Aber so Korthose, da hört es bei mir dann halt tatsächlich komplett auf. Ich meine, du hast ja auch gerade Tomte gesagt. Ja. Wobei ich halt Tomte noch nicht mal als Hamburger Schule bezeichnen würde, sondern eher als neue Hamburger Schule oder etwas, was also ein Ableger der Hamburger Schule. Absolut, ja, absolut. Hat Hamburger Schule überhaupt noch Platz im Jahre 2021? Ich habe keine Ahnung. Mir ist es auch egal tatsächlich. Also ich werde das ganz oft in Interviews auf Fluppe bezogen gefragt. Das wird immer dieser kommt immer dieser Hamburger Schule. Kommt immer dieser Hamburger. Okay. Also ob wir jetzt mit einem luxemburgerischen Radiosender sprechen oder sonst wo, es kommt ganz oft dieser Hamburger Schule Begriff. Krass. Mir ist das egal. Wir machen nämlich einfach das, worauf wir Bock haben. So. Ja. Das ist das, was zählt. Wo kommt denn eure Inspiration her? Ganz unterschiedlich. 4 Leute in der Band. Wir hören unterschiedliche Musik. Wo kommt unsere Inspiration her? Also meine persönliche Inspiration kommt, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke zum Beispiel, jetzt, wo wir aus der Astra-Stube senden, aus den Sachen, die hier quasi vor der Straße passieren. Das ist eine Inspiration, aber auch was politisch passiert, ist eine Inspiration. Und jetzt übergebe ich das Wort an Antoine. Ja, musikalisch natürlich. Christian ist irgendwie immer so, hängt schon viel so Ryan Adams und so, hängt viel auf, so auf den viel auf 90er Sachen. Ich habe auch Ryan Adams, also gerade die ganzen Singer-Songwriter. Wir können uns aber sowieso irgendwie letztendlich auch alle mehr oder weniger für so vertrackte Sachen wie The Nordwist oder sowas, können wir uns auch begeistern. Am Ende, glaube ich, sind wir aber auch, was Musik machen und auch in der Gruppe Musik machen irgendwie so angeht, so weit fortgeschritten, als dass wir sagen könnten, wir wissen aber, dass Fluppe einen bestimmten Soundkosmos hat. Und wir müssen jetzt nicht, ey, ich habe den neuen Song gehört oder ich habe das neue Album gehört oder dieses neue Effekt oder hast du mal den neuen Synthi gehört? Wir müssen jetzt nicht alle neuen Sachen, die wir aufnehmen, unbedingt in dieses Album oder in diese Band tragen, sondern wir wissen schon so ganz grob, was zu diesem Kosmos dazugehört und wir suchen auch immer Teile, die wir daran anpuzzeln können. Die müssen nicht komplett entfernt sein und es muss auch nicht wie vielleicht noch mit den ersten Band versuchen, wo man den Metal-Zerrer neben dem Double Digital Delay hatte, so ungefähr. Ja, ihr wisst, was ich meine, ein bisschen Nerd Talk, aber da muss man keine Überschneidung finden, sondern wir wissen schon, sowas gehört ganz groß zum Kosmos und wir erweitern ihn auch immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Album auch mal Synthesizer tatsächlich auch mal eingebaut. Das war für uns auch neu, tatsächlich Tasteninstrumente zu haben, vielleicht zur EP auch. Aber naja, also immer wieder auch Entwicklung, aber wirklich vorsichtig und eben den Kosmos langsam aufbauend und nicht so kreuz und quer und wild. Und ich glaube, deswegen die Impulse kommen unterschiedlich, aber wir wissen grob, was unser Kosmos ist. Und da treffen wir uns auch. Und da sind tatsächlich dann die Bands, die wir hören oder die Texte, die wir lesen, die sind dann auch, das ist unser kleiner gemeinsamer Nenner. So, das passt schon. Aber ich finde auch immer ganz spannend, welcher Kosmos kommt eigentlich aus mir oder welcher Kosmos kommt eigentlich aus dir, Antoine? So, also dieses gar nicht andere Musik hören. Also wir hören natürlich viel andere Musik, natürlich. Aber ich phasenweise auch gar nicht, sondern ich denke gar nicht drüber nach, sondern ich mache das einfach, was da aus mir rauskommt, spontan, was ich gerade fühle, was ich gerade empfinde, so.
Und das finde ich eben ganz spannend. Wir können das Rad nicht neu erfinden, aber irgendwie so, ja, was ist man? Was interessiert einen? Was kotzt einen an irgendwie? Das irgendwie mal zu artikulieren, zu formulieren, zu schreiben, instrumental umzusetzen. Das finde ich eben ganz spannend, eben nicht immer zu gucken, was machen andere gerade, sondern was kommt eigentlich aus mir heraus oder aus uns. Ja, und auch so eine Mut zum Einfachen finde ich irgendwie. Also auch, was kann ich spielen? Und es muss meistens gar nicht kompliziert sein, sondern einfach den Mut zum Einfachen haben, weil damit erreichst du auch einen Weg. Damit schreibst du auch mit 3 Akkorden, mit 4 Akkorden, wir haben das teilweise uns auch mal detaillierter angeguckt, hast du einfach super Refrains zum Beispiel. Also wirklich sich anzugucken, hey, wie funktioniert denn so ein Popsong? Sagen wir mal, ist zwar ein ganz anderes Genre, aber lass uns doch mal sagen, Taylor Swift. Okay, die hat irgendwie 2 Akkorde in der Strophe und dann geht sie irgendwie auf einen anderen Akkord im Refrain und dann kommt noch 2 dazu und der ganze Song besteht aus 5 Akkorden und ist im theoretisch, ja, es funktioniert und es ist super. Und wenn wir Und natürlich bedienen wir nicht die Texte von Taylor Swift und wir bedienen auch nicht die Sounds von Taylor Swift, sondern wir nehmen genau, dann kommt genau der Punkt, den Joe dann sagt. Wir gucken hier aus der Stube, aus dem Fenster und gucken, was passiert hier eigentlich in so teilgentrifizierten Sachen oder in so urbanen Bereichen und so. Dann sind genau die Sachen, die du, Hauke, eben auch aufgreifst, so irgendwie Sound klingt aber so urban und so. Genau, weil wir die Themen auch aufnehmen, weil sie unweigerlich mit textlich einfließen, aber zumindest handwerklich musst du es nicht mega kompliziert machen, musst keine wahnsinnigen Rhythmen machen, du musst es nicht textlich wahnsinnig kryptisch darstellen, du musst nicht irgendwie und so weiter und so fort die fetten Bläser- und Streichersätze auspacken. Musst du nicht. Du kannst, aber du musst nicht. Und wir sind ja beim Album 1, also wir wollen auch noch Entwicklungspotenzial haben. Ja, wo du gerade sagst, was dich ankotzt, seid ihr eine politische Band? Also textlich wie... Also ich kenne euch ja, ne, ja, menschlich, klar. Ja. Aber seid ihr textlich bandbezogen eine politische Band? Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Und es ist jetzt keine Floskel. Wir haben darüber bandintern hin und wieder ein Disput. Ich persönlich würde sagen ja, weil also wir gesellschaftspolitisch agieren, sozialkritisch agieren, aber auch hin und wieder politisch Songs verfassen. Also es gibt auf der neuen Platte Blüte, die jetzt dann erscheint im Herbst, gibt es einen Song, der heißt Murmeln, der ist durchaus sehr politisch und ich finde es auch extrem wichtig, wenn man Musik macht, dass man eine Haltung hat und die auch äußert. Mir als Band oder als Künstler ist immer wichtig, eine Haltung zu haben. Ob die sich in den Songs tatsächlich ausdrückt, ist so mal dahingestellt. Ich finde, das kann man durchaus bringen. Das muss man der Band ab oder dem Künstler, der Künstlerin muss man es abkaufen. Ich finde, ein Künstler oder eine Künstlerin ist das freigestellt, das auch neben der Show zu machen und das nicht ausschließlich über die Songs zu sagen. Aber man kann das machen. Mir persönlich wäre es recht, immer zu gucken, wie funktioniert der Inhalt und dann da auch unterschiedliche Schattierungen anbieten zu können. Also ich muss nicht mit dem Hammer oder mit der Axt irgendwie draufhauen, sondern ich kann auch Popsongs spielen und parallel keinen Bock auf Nazis ins Publikum rufen, um es mal plakativ zu machen, oder Viva Con Aqua am Merch-Stand beteiligen oder Werbefläche anbieten oder. Also ich muss es nicht ausschließlich über die Songs machen. Eine Haltung finde ich grundsätzlich wichtig. Ich finde, es ist sogar total wichtig und auch eine gesellschaftliche Aufgabe, Leute, die in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit stehen, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, wo sie sich befinden. Ob es in deren Kunst stattfinden muss, finde ich, ist jedem selbst überlassen und da mag ich alle Farben der Schattierung. Ja, und ich glaube auch, wir möchten auch keine Zeigefinger-Band sein, oder Anton? Da sind wir uns einig, ja. Ja, davon haben wir ja genug. Also, was ja auch gut ist, ne? Also das soll jetzt gar nicht negativ sein, aber wir haben ja genug Zeigefinger-Bands. Und ich finde, aber das ist sehr gut, dass du Murmeln gerade ansprichst, weil das war halt auch der Song, den ich im Kopf hatte, wo auch die Frage herkam. Den Song finde ich großartig. Auf jeden Fall. Und genau, was Antoine gerade sagte, es muss halt nicht musikalisch passieren, es kann ja halt auch in den Aussagen während des Konzertes passieren, dass man sich für irgendetwas positioniert oder gegen etwas positioniert. Das ist halt immer, finde ich, dem Künstler überlassen, das zu tun. Ihr habt gerade den Kosmos erwähnt. Ich habe eine total tolle Frage von einem ganz kleinen Jungen, der heißt Fiete. Fiete ist 7 Jahre alt und stellt kindergerechte Fragen. Wenn ihr möchtet, bekommt ihr jetzt beide diese Frage gestellt. Ihr könnt eigentlich könnten wir auch, wir 4, diese Frage beantworten, jeder für sich, weil sie
eine wieder sehr, sehr, sehr intelligente Frage von einem sehr, sehr intelligenten Jungen ist. Bitte fragt! Hauke, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest bei deiner Wunderlampe? Okay, du Hauke, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest in einer Wunderlampe? War das richtig? Also wenn ich jetzt an einer Lampe reibe und es kommt ein Genie raus. Ah, okay. Was würde ich mir von diesem Genie wünschen? Joe, wenn du mal ganz hart an der Lampe reiben würdest und es kommt ein Genie raus, was würdest du dir wünschen? Ah, ich hatte gehofft, dass du nicht mich als allererstes für diese Frage aussuchst. Ja, ist schwierig. Da stellen sich mir immer zwei Fragen. Was würde ich mir persönlich für mich wünschen und was würde ich mir persönlich für die Gesellschaft oder für unsere Welt wünschen? Jetzt gerade möchte ich mir nichts Persönliches wünschen. Ich wünsche mir, dass Corona so langsam einfach, dass wir alle jetzt geimpft werden, aber auch, dass es nicht jetzt sofort wieder, wir öffnen alles, sondern dass es so ein entspanntes, wir haben was gelernt aus dieser Situation, aus diesem Corona, wir haben uns irgendwie alle ein bisschen beruhigt, wir haben gelernt, uns nicht so sehr stressen zu lassen und wir gehen so langsam gemütlich 2 Tage die Woche wieder raus und treffen uns mit Freunden, Freundinnen, wir nehmen die in den Arm, wir können ihre Hand halten, wir können mit denen spazieren, wir können uns ein Konzert anschauen und trotzdem fliegen wir nicht innerdeutsche Flüge, das müssen wir nicht machen. So, also so ein bisschen Normalität, aber auch, ich will auch gar nicht mehr die Normalität, die davor war. So, das ist mein Wunsch. Ich mache es einfach viel kürzer. Ich hätte tierisch Lust, einfach zum Hurricane zu fahren. Einfach ein Festival mit vielen Menschen, vielen guten, großen Bands, automatisch irgendwie eine Nähe zu haben. Wieder Live-Konzerte, wieder so ein Wir-Gefühl zu haben irgendwie und das und dann noch so ein bisschen mit Nostalgie das zu verknüpfen, weil ich das Hurricane irgendwie schon seit zig Jahren kenne. Ich glaube, da würde sich ganz viel bei mir sozusagen sammeln. Ich mach's mal ganz einfach. Also so 3 Tage Festival auf einem großen Festival mit tollen großen Bands. Das wird mir, wäre mein Kurzurlaub. Ich bin da tatsächlich bei Joe auf jeden Fall. Also ich würde mir auch wünschen, dass wenn es wieder losgeht, dass das halt tatsächlich ein bisschen langsamer losgeht. Und dass ich diese, ich nenne es einfach mal, die Gelassenheit, die ich durch diesen Lockdown irgendwann bekommen habe, also dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss, dass das auch noch ein bisschen bleibt. Und dass man sich halt auch durch den Job nicht mehr so stressen lässt, wie es vorher war. Also das wäre super, wenn ich das hinkriegen würde. Also wenn das so wäre, dass ich entspannter, so entspannt, wie ich jetzt an die Sachen rangehe, dass ich auch da an die Sachen rangehen kann, wenn es wieder losgeht. Ob es jetzt der Club Astrastube ist oder ob es eine Tour ist oder ob es ist, sich mit Freunden zu treffen. Ich meine, du hast irgendwann mal gesagt, du findest es total gut, dass ich momentan irgendwie nicht so viel absage, also privat absage. Ja, du bist verbindlich geworden. Genau, ich bin verbindlich geworden. Und das würde ich super, super gerne beibehalten. Was aber super schwierig ist, was ich weiß, wenn es wieder losgeht. So, weil dann hast du wieder 5 Konzerte in der Woche und arbeitest und tust und machst und dann hast du einfach keinen Bock am Wochenende, dich mit Leuten zu treffen. Und dann kriegst du wieder irgendwelche blöden Aussagen, hast blöde Ausreden im Kopf. So. Und das wäre schön, wenn das nicht mehr wäre. Mache ich halt den Podcast mit Nils Hergen weiter. Ja, genau, zum Beispiel. Nee, aber das so ein bisschen die Gelassenheit, die man jetzt hat, wieder mit reinnehmen, wenn es halt richtig losgeht. Ich finde so einen Wunderlampenwunsch, so einen Genie-Wunsch immer schwierig, weil man weiß halt gar nicht, wie viel darf ich mir denn wünschen? Also wie groß darf denn der Wunsch sein? Was ist sozusagen die Messlatte des Wunsches? Ist es so Weltfrieden? Das ist ja mega hoch. Oder ist es halt einfach nur so, ich wünsche mir halt einfach nur jetzt gerade irgendwie ein geiles Käsesandwich. Oder du wünschst dir einfach 3 Wünsche. Oder ich wünsche mir einfach 3 Wünsche. Oder ich wünsche mir einfach, dass ich die Wunderlampe bin. Oder der Genie selbst. Ich glaube, es ist cool, sich Sachen zu wünschen, aber mit jedem Wunsch treten neue Probleme auf. Also denkst, du wünschst dir was Gutes und mit dem Wunsch passiert irgendetwas, was du überhaupt gar nicht irgendwie kontrollieren kannst und etwas Beschissenes passiert. So irgendwie, das hat ja auch Markus Wiebusch zum 2. Mal heute auch schon zitiert, in das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich wünsche mir irgendwie nichts, muss ich echt? Ganz ehrlich sagen. Nee, ich wünsche mir nichts. Ach komm, Hauke. Nee, ohne Hauke, Scheiß. Ist doch Kacke. Nee, das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, ist so, dass die erste Hälfte, die ich wirklich unglaublich toll und unglaublich
schön und deep und verbindlich gefunden habe mit uns Vieren, dass die jetzt wieder auftaucht und ich sagen kann, ich kann sie da reinschneiden. Aber die ist jetzt halt nicht da. Das ist mein persönlicher Wunsch von jetzt. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Das würde mir unglaublich viel Stress und unglaublich viel Arbeit und auch unglaublich Motivation geben, weil ich müsste nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben. Weil du brauchst deswegen kein schlechtes Gewissen. Ja, nee, aber wir wollten euch ja irgendwie für Deutschlands Kulturpodcast. mal ganz ehrlich, ich finde, wir haben, ne, das erste Ding ist verkackt, aber ich finde, wir haben das noch sehr gut wieder rausgeholt. Naja, das Ding ist ja auch immer, wir sind ja auch entspannt. Also, so. Ja, aber nachher haust du mir auf die Fresse, wenn du mir das getrunken hast. Trinkst du drei Talimor oder dann haust du mir auf die Fresse? Nee, da bin ich nicht der Typ für. Wir kennen ja einfach Technik, das kann versagen und wir haben das Beste draus gemacht, so Leute. Außerdem sitzen wir am Glashaus, wir wissen ja, dass ihr am 12.04. kommt, so. Und dann geht alles daneben wahrscheinlich. Im Livestream, im Clues, und dann kommt ihr und dann, naja, wir wollen es uns auch nicht mit euch anlegen, wir sind natürlich gespannt auf eure Kritik da irgendwie, was da kommt und jetzt hier irgendwie so rumzupöbeln. Stell dir vor, der Sound wäre schlecht im Knust, was dann Hauke und Daniel wohl sagen würden. Ja, Sound ist schlecht. Apropos Sound ist schlecht, läuft der Stream, also jetzt einfach mal für Hauke und mich gefragt, also spielt ihr komplett in ihr und ohne Monitoring oder ist das halt schon nach draußen auch laut? Wisst ihr das eigentlich schon? Also wir spielen nicht in ihr, haben wir noch nie gemacht, nach draußen laut, I don't know. Das schön wär's für euch, alle, die da zuhört, sind, glaube ich. Ja, ich denke, das wird nach draußen laut sein. Da würde ich jetzt fast meine Hand für ins Feuer legen. Ja. Ne, ich frage halt nur, weil bei eurem Stream, den wir hatten, da habe ich halt nichts gehört. Sag am In-Ear, ne? Da hat man halt nur deine Stimme gehört. Und ja, das genau. Euch ein bisschen. Ja, was ja auch schön ist. Da ging es halt ja nur darum, was halt nach draußen rausgeht. Also wir werden halt alle tollen Vorteile eines Live-Konzerts haben, aber wir haben jetzt nicht den Sound, den... Ja, das ist das nicht. Aber das Schöne daran ist, wir können sie halt einfach belabern. Also wir können auch öffentlich über das gerade reden, was da halt passiert ist. Und ich meine, das machen wir ja sowieso an jeder Biotheke. Vielleicht nicht mehr in der Großen Freiheit oder nicht mehr im Docks, aber Entschuldigung. Statement kommt. Das Statement kommt auf jeden Fall nächste Woche. Weil positioniert ihr euch dazu, zu der Debatte, die da losgeschossen wird? Ich denke, das werden wir tun, Als Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche tun, weil wir haben nächste Woche Audiolied am Start. Okay. Und da Audiolied angefangen haben, das loszutreten, denke ich mal, dass man da halt auf jeden Fall Platz findet und auch einen guten Diskurs finden kann, ohne eine Hetzjagd, wie man das halt so schön sagt. Ja, ich finde das immer schwierig, das als Hetzjagd zu bezeichnen. Ich persönlich sehe das nicht als Hetzjagd. Das finde ich halt irgendwo Quatsch. Ja, du nicht, aber Personen, die davon betroffen sind, sehen es als Hetzjagd. Und ich meine, haben wir heute auch schon Nena angesprochen. Nena als Opfer ihrer eigenen Dummheit. Erscheinung, spirituelles Wesen, keine Ahnung. Ich weiß, das kommt ja nicht aus der Sache heraus, weil man etwas Böses will. Ich glaube nicht, dass da eine Nena steht, die halt einfach sympathisiert mit ganz vielen Nazis und ganz vielen Menschen, die menschenverachtend sind. Und ich glaube auch nicht, dass Nena Menschen verachtet in der Form. Es ist halt einfach nur, ein Mensch lebt in einer Bubble und kommt halt nicht raus und kann auch noch nicht sehen, dass in dieser Bubble ganz viele Negativkomponenten sind. Und es ist halt schwierig. Ich glaube, also das wird auch auf jeden Fall der nächste große Streitpunkt der nächsten Monate werden, sich gegenseitig nicht aufzufressen, weil, wie wir gemerkt haben, die Abstände, in denen die Regierung vielleicht nicht oder in denen sie halt semi-gute Entscheidungen trifft, werden immer kürzer. Die Leute polarisieren mehr. Es kommen noch Sachen dazu wie ein Maskenskandal und das Vertrauen wird weniger. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt einfach zu sagen, komm, wir müssen mal ein bisschen runterfahren und gucken, dass wir das nächste Jahr nicht alle durchdrehen werden und noch mehr Schuldige suchen und uns gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern vielleicht, weiß ich nicht. Naja, aber ich kann ja die Maßnahmen der Regierung, die jetzt passiert sind mit Ostern, einfach scheiße finden und auch diese ganze Maskengeschichte, also die Spahn-Maskengeschichte. Ja, natürlich kannst du es scheiße finden. Kann ich scheiße finden, aber ich muss ja trotzdem nicht, wie
Nena so einen Post machen und diese Kassel-Geschichte gut finden. Weil diese Kassel-Geschichte ist nicht gut. Wenn 20.000 Menschen sich während einer Pandemie treffen, alleine das ist schon so menschenverachtend allen anderen gegenüber. Das funktioniert nicht. Und dann halt auch noch das zu machen, wenn man weiß, dass neben der Regenbogenflagge halt eine AfD-Flagge nebenher läuft. Da kann ich mich nicht sympathisieren. Das funktioniert nicht. Da kannst du dich nicht sympathisieren, aber dieser Mensch sieht halt nur diese Regenbogenflagge und er sieht die anderen Flaggen nicht. Ja, das ist halt dumm. Ja, das ist halt blöd, aber das ist halt, wenn du in deiner Bubble lebst. Wenn wir halt sagen die ganze Zeit, wir sind Kulturpodcast Nummer 1, aber nur 2 Hörer, meine Mutter und deine Mutter und vielleicht noch deine Freundin und vielleicht noch Antoine, so können wir halt die ganze Zeit immer sagen, dass wir Kulturpodcast Nummer 1 sind, das glauben und das halt auch für die nächsten Jahre glauben, aber es sind trotzdem nur 4 Leute. Was wäre der nächste Markus Vivo-Spruch gewesen? Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Zum Beispiel. Hat er gesagt? Ja klar, es ist ein Songtitel. Natürlich. Also ist in einem Song. Aber nein, wir werden diese Docs-Geschichte auf jeden Fall nächste Woche haben wir Sjahn von Audiolied zu Gast. Und da Audiolied die erste Agentur in Hamburg war, die halt gesagt hat so, ey nee, nicht mehr Docs, nicht mehr Freiheit. Danach kam Landstreicher, danach kam Leoniden. Dann haben wir mit der Astro-Stube ja auch direkt das Audiolied-Ding mitgepostet und gesagt, dass wir das nicht einsehen und das nicht cool finden. Ich finde, das hätte viel eher passieren müssen. Aber das ist aber wieder ein richtiger Downer jetzt, ne? Nee, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine Sache, wo Hamburg schon viel eher drüber hätte sprechen sollen, wo Hamburg schon letztes Jahr viel mehr drüber hätte sprechen sollen. Dann wäre das jetzt vielleicht gar nicht passiert, dass man KenFM-Seiten propagiert und bewaffnet euch mit Wissen. Entschuldige bitte mal, wo sind wir denn hier? Ein Anne-Frank-Bild aufhängen. Sag mal, sorry, aber das sind Sachen, die halt null funktionieren. Die einfach in einer Clublandschaft, die Hamburg hat, nicht funktioniert und nicht darf. Du kannst es jetzt nochmal ganz, ganz toll erklären, wie du uns das erklärt hast, weil du die Doku gesehen hast. Das Social Media Dilemma. Das Social Media Dilemma. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast es ganz toll erklärt. Und du hast halt nämlich gesagt, wir bekommen von diesem ganzen Schwurbler-Kram nichts mit, weil wir nicht in dieser Schwurbler-Bubble sind. Das ist vollkommen richtig. Und dieser Algorithmus nicht für uns greift. Genau, vollkommen richtig. Und jeder Schwurbler, der sich halt damit beschäftigt, bekommt jeden Tag in seinen Netzwerken mit, dass die Regierung etwas falsch macht. Das muss irgendetwas anderes geben. Juden kontrollieren Reptiloiden unter New York. So, und wenn du das halt den ganzen Tag serviert bekommst, dann glauben die das. Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen, die halt im Gastronomiewesen unterwegs ist. Und sie betreut halt einen Italiener, ein italienisches Restaurant führt. Und der ist halt auch, dass er sagt, ich kann es nicht verstehen. Die haben doch letzten Monat noch gedacht, dann können wir halt aufmachen. Jedes Datum, was die Bundesregierung rausgibt, glaubt er, weil er sich jeden Tag damit beschäftigt, wann kann ich wieder aufmachen. Für uns ist es halt bewusst, dass wir als Band oder auch als Gastronomie oder auch als Club wahrscheinlich erst im Oktober, wahrscheinlich wirklich erst 22 aufmachen können oder touren können. Das ist uns bewusst. Wir müssen nicht mehr die Zahlen hören, wo jemand sagt, ja, dann nach Ostern oder dann halt im Sommer. Sondern uns ist wirklich bewusst, das Leben einigermaßen normal, wie es irgendwann stattfinden werden könnte, das wird irgendwann nächstes Jahr 22 sein. Es gibt aber unglaublich viele Menschen, die glauben, jedes Datum, was ihnen die Regierung gibt. Und dazu gehören halt auch einfach eine Menge Schwurbler, die jeden Scheiß glauben, den ihnen vorgeliefert wird. Und die leben halt in ihrer Bubble. Und die können, ich muss ganz ehrlich sagen, meistens können sie auch nichts dafür. Weil die halt einfach die ganze Zeit damit dicht gebombt werden. Junkie, der die ganze Zeit wartet, Methadon zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass die Geschäftsführung des Docs nur in dieser Bubble lebt. Die hat auch noch eine andere Bubble. Und die Bubble heißt Clublandschaft Hamburg. Also das ist auf jeden Fall ein 50-50-Ding. Gut. Der Richterhammer von Daniel Hüttmann ist hart. Das hat doch nichts mit Richterhammer zu tun. Ja, doch ein bisschen. Wir haben ja auch immer noch Gäste. Die halten sich gerade sehr zurück. Tut uns voll leid, Entschuldigung. Nee, gar nicht. Sieht das für euch aus, als wenn wir miteinander streiten würden? Finde ich nicht. Ich finde das irgendwie einen angenehmen Diskurs irgendwie und das ist doch auch gut. Ich meine, du stellst immer so ein bisschen die Fragen. Daniel haut immer seine Meinung raus. Ich finde, das ist nicht streiten. Wer euch beide kennt und auch den Podcast ein bisschen länger verfolgt, das ist noch nicht streiten, finde ich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht zugehört. aber jetzt mal eine Frage an Fluppe. Also ich sage jetzt einfach mal, dass Docs und die Freiheit bringen jetzt ein Statement raus. Ich meine ganz ehrlich, was soll da kommen, dass wir alle vier sagen, oh, jetzt verstehen wir das aber, was ihr da gesagt habt. Wird nicht passieren. Wenn euch jetzt das Docs fragen würde, ey, habt ihr Bock bei uns zu spielen, würdet ihr spielen? Nee, machen wir nicht.
Also würden wir das Statement abwarten? Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Ne? Ne? Genau. Und dann halt wir hatten es ja auch mit diesem Zeigefinger-Ding vorhin. Mhm. Wir würden uns das anhören und dann entscheiden. Mhm. Ich möchte jetzt darüber keine Aussage treffen. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich nicht. Gut. Ja. Gut. Ja, aber wenn es, Daniel hat ja schon so ein bisschen suggeriert, dass es so vielleicht so bleiben könnte und dann würden wir wahrscheinlich da nicht spielen. Nicht nur nicht wahrscheinlich, sondern wir würden da nicht spielen. Ja. Aber ich bin halt wirklich gespannt darauf, wenn dieses Statement dann kommt, was dieses Statement ist. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt darauf, was die Agenturen sagen. Also ohne Scherz. Ich bin total gespannt darauf, was Carsten Janke und so sagen werden. Ob die sagen werden so, ja okay, das Statement gefällt uns, lassen die Konzerte jetzt da. Oder dass die wirklich sagen so, nee, sorry, Alter. Es bleibt abzuwarten. In der Clublandschaft sind das ja zwei, muss man schon sagen, zumindest von der Größe in jedem Fall und auch von der Historie, sicherlich zwei Clubs, die Hamburg braucht. Ich meine, absolut. Ungefähr so 12 bis 15, 1600 Kapazitäten stehend. Ja, es ist jetzt erstmal Corona so, das ist eh die Frage, wann kann man so viele Leute wieder reinlassen. Nichtsdestotrotz ist das so eine verkaufbare Kapazität, das gibt es so nicht. Also da kommt die Markthalle nicht, soweit ich weiß, ran. Kommt das Übel nicht ran, da kommt das Mojo auch nicht so richtig ran. Die Fabrik hat, glaube ich, auch keine 1600, sicher nicht. Aber Fabrik und Markthalle wären dann aber tatsächlich die beiden adäquaten Plätze, die wo man die diese, geben, ne, glaub ich, die man genau. gehen, die man machen würde genau, aber oder ich, könnte. Genau, und die Frage ist letztendlich auch, um sich mal das Gesamtthema anzugucken. Ich meine, von wo kommt der Druck? Der Druck kommt meistens in der Regel von den amerikanischen Agenturen oder britischen Agenturen. Da wollen wir mal gucken, wie dann die deutschen Agenten, Agentinnen dann auf die Briten oder Amerikaner reagieren. Ja. Und dann die örtlichen, die dann eben die adäquate Venue finden. Wenn überall sozusagen, beziehungsweise jede Kalkulation 300 oder 400 verkaufbare Karten weniger hat, als man braucht, dann sind das, können wir schnell ausrechnen, 400 Karten mal, sagen wir mal, Ticketpreis 40 Euro, dann ist das schnell eine Menge Geld, die vielleicht genau die Gewinnmarge ist oder ungefähr die Gewinnmarge ist, abzüglich Produktionskosten, die Band, die Management, die eben alle Beteiligten brauchen. Und wenn die nicht mehr gegeben wird, dann wollen wir mal gucken, müssen wir echt mal gucken, wie der Markt darauf reagiert. Spannend wird es. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es wird so sein, dass man am Ende der Corona-Krise anfangen kann zu sagen, entweder man sagt, wir verzeihen euch das, oder man sagt, nee, mit euch machen wir nie wieder was. Und ich glaube eher, es geht halt in die Richtung, wir verzeihen euch das. Dann hätte man diesen Brief nicht schreiben brauchen. Ja, aber wenn der öffentliche Druck halt da ist, dass was passieren muss? Naja, der öffentliche Druck war nicht unbedingt da, dass was passieren muss. Die Agenturen hätten sich auch nicht äußern müssen. Ich finde es voll schön, dass wir hier gerade so eine offene Debatte führen. Sorry. Es ist mega gut. Okay. Ich, wirklich, war kein Sorry notwendig. Es bleibt abzuwarten, finde ich. Ich kann das noch nicht beurteilen. Ja, was heißt immer, es bleibt abzuwarten? Ich meine, also wie viele Tage haben sie sich jetzt schon jetzt Zeit genommen, auf die Kritik zu reagieren und auch wohlgemerkt, nicht auf die Kritik von Audiolied, nicht auf die Kritik von Landstreich oder sonst. Jetzt, wo wirklich gebündelt von Semmel bis Janke, bis Scorpio, eine also Woche wirklich jetzt. Der offene Brief, seitdem der raus, jetzt und Clubkombinat irgendwie als vermittelnde Instanz dazwischen denkt, jetzt organisiert man ein Statement, das wohlgemerkt auch nicht in ein oder zwei Tagen kommt, sondern irgendwann nächste Woche. Also ich meine, das ist sogar bei Fest und Flauschig Thema. Ja, aber das Ding ist halt, das sind die Geschäftsführer oder der Geschäftsführer, da genau weiß ich das alles auch nicht. So, die gehören zusammen, die zwei Läden, aber da gibt es einfach auch super viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Absolut. So, und die werden gerade kotzen im Strahl und die werden sich streiten und deswegen dauert das einfach seine Zeit, bis es dann vermeintliches gemeinsames Statement gibt. Und das werden wir sehen. Das ist richtig. Gut. 12.04. Genau. Haben wir eine unglaublich total tolle Show. Und zwar werden Fluppe ihr fantastisches Album Blüte, performt ihr das komplette Album Blüte? Genau, wir stellen es tatsächlich vor. Vom ersten Titel bis zum letzten. Also es ist kein Release-Konzert, weil kommt ja noch nicht. Aber wir haben gedacht, auf jeden Fall am Stück mal vorstellen mit so ein paar Features. Unter anderem ihr. Wir freuen uns tierisch drauf. Die sozusagen das Ganze ein Stück weit mit kommentieren dürft, was wir prima finden. Und ihr,
ja, unsere geladenen Gäste seid. Und da könnt ihr definitiv einfach mal auf die Knus-Facebook-Seite gehen oder auf die Facebook-Seite von Fluppe in die Veranstaltung rein. Dort könnt ihr Soli-Tickets für dieses Konzert kaufen. Ich weiß gar nicht, ab 5 Euro ist es, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube 10, aber wer gar nichts hat, unter der Hand gesagt, ich glaube, du kriegst auch den Stream bei dringeblieben.de auch so. Und kannst dann an einer digitalen Bar tatsächlich. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Also wenn ihr denkt, nee, ich kaufe mir kein Ticket und guckt mir das Ding so an, dann geht wenigstens an die Bar und trinkt einfach virtuell 3-4 Bier. Und unterstützt somit halt das Knus, die Band und die ganze Produktion. Also ich finde es aber auch tatsächlich gut, dass man es sich doch noch umsonst angucken kann. Tatsächlich. Weil ich finde immer dieses, du musst jetzt halt ein Soli-Ticket kaufen, um das zu gucken. Vor allem beim Stream finde ich halt schwierig. Darum finde ich die Idee zu sagen, du kannst dir ein Soli-Ticket kaufen, musst es aber nicht. Aber du kannst auch noch an die virtuelle Bar gehen und dir ein Getränk holen, finde ich super. Weil es gibt garantiert genug Leute, die sagen so, nö, ich habe keinen Bock auf einen Zehner, aber ich gebe einen Fünfer für 2 Astra aus. So. Und das finde ich eine super Idee vom Knus, muss ich sagen. Finde ich auch eine gute Idee. Finde ich super. Also, wir wünschen uns einfach gemeinsam, dass wir das unbeschadet überstehen, die nächsten Monate. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, zusammen mit Ziad von Audiolied. Wir vier sehen uns allerspätestens am 12.04. Und da könnt ihr uns auch mal ausnahmsweise sehen. Daniel, man kann uns sehen. Oh, schrecklich, ne? Zieh mir extra was Schickes an. Wollen wir uns was Schickes anziehen? Ich hab nichts Schickes. Ehrlich nicht? Nee. Oh, ich hätte so, nee, wenn wir bald auf uns Settler spielen, habe ich gedacht, so ein weißes Hemd und so ein. Nee, also wenn dann hätte ich schon krass Anzug gesagt. Ja, ein Anzug. So lass uns einen Anzug gehen. Ja, aber wo kriegst du so einen Anzug her? Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Wo gehst du denn zur Hochzeit? Also ich kann nicht nur alleine in einen Anzug da stehen. Na, Hochzeit. Ich würde auch einen anziehen. Ja, gut. Dann singt Daniel und du bist mit mir und kommentierst den ganzen Scheiß. Wir haben eine Astra Colada Playlist. Die heißt Nachtasyl. Richtig. Auf die darf sich jeder Gast und auch Daniel manchmal und auch mich Sachen wünschen. Manchmal darf man sich auch Sachen runterwünschen. Habt ihr einen Wunsch für unsere Playlist? Ich persönlich wünsche mir Windmühlen von Love A. Ich wünsche mir von Balthasar Then What und runter würde ich gerne nehmen von den Song von Leadfett, Kater. Finde ich gut. Ich möchte runter haben den Revolverheld-Song, auf jeden Fall, bitte. Und drauf haben möchte ich von KZ VIP in der Psychiatrie und von T.S. Ullmann Römer am Ende Roms. Damit wir so ein bisschen Assi-Faktor nochmal wieder reinkriegen mit KZ, weil der Song halt echt hart ist. Also wirklich jetzt, der Song ist halt, also wirklich, ich habe ihn vorhin nochmal gehört und das ist halt echt abartiger Scheiß. Ich erinnere mich nochmal ganz schön zurück an das Jahr 2005, als ich Maximo Park noch in der Astoria Hall in London gesehen habe, sage, Leute, hört euch die neue Maximo Park an, ich kann es überhaupt gar nicht verstehen, dass sie gerade nur 800.000 monatliche Hörer auf Spotify haben, dabei war es doch einmal eine der heißesten Bands damals im Indie-Bereich. Und dann wünsche ich mir einen Song, der heißt Partly of My Making und er ist von der neuen Platte Nature Always Wins. Voll schön. Ey, total schön, dass ihr beiden da wart. Joy ist gerade auf Klo gegangen, ist aber überhaupt nicht schlimm. Vielen, vielen Dank an Spann. Es war sehr schön und ich finde, wir haben es doch sehr gut hingekriegt heute. Ich finde es auch. Ich finde, wir sollten auch auf ohne Joe auf. Wir müssen. Nee, wir hören ohne Joe auf. Wer einfach pinkeln geht, weil er seine Blase nicht unter Kontrolle hat. Leute. Ne? So. Bleibt lieb, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Und denkt daran, Malle ist nur einmal im Jahr. Vollkommen richtig. Hey, ihr habt euch die ganze Folge von Astra Colada reingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf euch zum Abschied noch ein bisschen zutexten. In diesem Sinne möchte ich euch die Künstlerin Karl empfehlen. Wer sie noch nicht kennt, sollte ihre Musik unbedingt mal auschecken. Ich durfte Karl auf ihre Performance in dem Musikvideo zur Single Egoist vorbereiten und auch selbst im Video tanzen. Wer sich auf eine Performance vorbereiten will, eine Tänzerin für ein Video oder Auftritt sucht oder ein Showkonzept mit Choreografie und mehreren Tänzern braucht, darf sich gern jederzeit bei mir melden. Oh mein Gott, wow, was kann ich alles? Coach Möbius zu deinen Diensten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, genießt das Leben, tanzt so viel ihr könnt und haltet das Gesicht in die Sonne, selbst wenn es in Hamburg mal wieder grau ist. Auf Wiedersehen, Tschüssli Müsli, Heidegetreide und goodbye.